Oh, den Stefan hier vorne. Ah, da ist er. Spontane Rede von Stefan. Hallo, mein Name ist Stefan und ich stehe für Frieden und ich rede ja meistens über Sachen, die mir so ein bisschen auf dem Herzen liegen. Letzte Woche habe ich über Liebe geredet und diese Woche möchte ich über Glück reden. Weil ich glaube, Glück ist so das, wonach wir alle ungefähr streben. Und als ich so mir über diesen Vortrag so ein bisschen Gedanken gemacht habe, habe ich mir gefragt, wie möchte ich da rangehen, wie möchte ich euch dieses Thema nahe bringen. Und ich habe angefangen so ein bisschen zu recherchieren, so Wikipedia gelesen, ein paar Bücher in der Bücherei dazu aufgeschlagen und irgendwie war das alles viel zu trocken. Also diese Definition von Glück ist ja total relativ und super persönlich und dann war das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ich bin zum Fußballtraining gegangen und habe die kleinen Jungs gefragt, was ist denn für euch eigentlich Glück? Haben viele geantwortet, 6 am Lotto. Finde ich ein bisschen traurig. Und viele der Kinder hatten dort, die so, sage ich mal, im Alter zwischen 12 und 14 Jahren sind, sehr, sehr materielle Vorstellungen vom Glück. Großes Haus, teures Auto, ja, Dinge, die man sich bestimmt irgendwann mal leisten kann, wenn man hart arbeitet, aber zwangsläufig nicht einen wirklich glücklich machen. Und dann habe ich mal ältere Menschen gefragt, vorzugsweise meine Oma, was Glück ist. Meine Oma hat gesagt, Glück ist das, was nicht selbstverständlich ist. Und dann sollten wir uns mal zum Bewusstsein führen, was heißt eigentlich, was ist nicht selbstverständlich? Wo sind wir gerade? Wir sind in Deutschland. Aber wir reden nicht davon, dass es Glück ist, dass wir morgen noch Essen auf dem Tisch haben, dass wir morgen noch ein Dach über dem Kopf haben, dass wir Familie und Freunde haben, die wir anrufen können, wenn es uns schlecht geht, dass wir uns nicht darum sorgen müssen, dass, wenn der Strom ausfällt, wir möglicherweise nicht mehr kochen können oder ja, Dinge, die sozusagen so selbstverständlich für uns geworden sind, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, wie gut es uns geht. Viele Menschen auf dieser Welt, oder sage ich eigentlich mal, der Großteil der Menschen auf dieser Welt, die haben gar nicht das Glück, was wir haben. Die würden sich freuen, wenn sie einen Tag lang in ihrem Leben so leben könnten, wie wir es tun. Und wie gehen wir damit um? Oder zumindest die meisten? Ja, eher schlecht. Viele versuchen doch gar nicht, so dieses Glück mitzunehmen. Freude strahlen, aufzuwachen und zu sagen, hey, ich bin gesund und ich mache jetzt was Tolles. Ich finde, das ist das Allerwichtigste, was wir doch haben, unsere Gesundheit, unsere Mitmenschen, unser Beisammensein. Und deswegen, ich rede vom Glück, dass ich hier sein darf, dass ich hier zu euch sprechen darf und dass es Leute gibt, die mir hier zuhören und zustimmen. Ich möchte meinen Vortrag mit einem kurzen Zitat beenden von Albert Schweitzer. Der hat nämlich gesagt, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Mein Name ist Stefan und ich stehe für Frieden. Danke. Jawohl. Danke, Stefan. So, jetzt ist Jasmin mit unserer bekannten Schweigeminute. Entschuldigung. Ja, hallo ihr Lieben. Schön, euch hier zu sehen. Mein Standardspruch. Es waren ja ganz, ganz viele Menschen da, habe ich gesehen. Die Neuen, die wieder dabei waren, herzlich willkommen auf unserer Mahnwache. Schön, dass ihr da wart. Und es wird so langsam Zeit, den Ausklang zu machen und unsere Schweigeminute einzulegen, einzuhalten, zu gucken. Wir haben ja schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Jeder, der schon hier gewesen ist, hat angefangen, sein persönliches Bild vom Frieden zu zeichnen, zu malen, zu handwerken. Und dazu möchte ich euch heute wieder einladen. Vielleicht geht ihr auch einfach ein Stückchen weiter und guckt, ob aus dem Bild vielleicht eine bewegte Szene wird. Ihr einfach einen Film für euch dreht und guckt, was dabei passiert. Zum Beispiel am Strand spazieren gehen, sich freuen, wie die Delfine aus dem Wasser springen, was auch immer ihr für euren persönlichen Frieden braucht oder seht. Und dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Rick guckt schon auf die Uhr und nickt. Also, wer möchte, schließt eure Augen und malt euer Bild. Fühlt euch hinein, riecht es einmal und versucht mal dieses Bild zu fühlen.
wünsche euch allen eine ganz, ganz tolle Woche mit ganz vielen friedvollen, liebevollen und gesunden Gedanken. Denn ein gesunder Geist produziert gesunde Gedanken und gesunde Gedanken lassen uns auch gesund sein und auch alles, was um uns herum ist, heilen. Lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche. Tschüss. Viel Spaß beim Unterhalten. Dankeschön, Jasmin.